Diese Folge Cinecast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Sachs Audio. Your sound, your style, your speakers. Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cinecast. Und ja, es wird, ich habe letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, es wird langsam kälter. Das hat der Sommer wohl ein bisschen nicht so gut gefunden. Es wurde dann doch wieder wärmer. Jetzt ist es aber vielleicht wirklich kälter. Und wir kommen jetzt so richtig in die Kinosaison rein mit neuen Filmen, die jetzt gerade im Oktober, November starten. Quasi die Blockbuster zur Weihnachten hin. Und natürlich möchte ich nicht alleine über die ganzen Themen sprechen, sondern ich habe mir wieder einen wunderbaren Gast ausgesucht und eingeladen. Jemanden, den ich schon länger auf dem Zettel hatte, der leider terminlich viel eingespannt war und wahrscheinlich auch noch ist, aber er hat sich heute wirklich mal eine Stunde freigeschaufelt, um hier im Cinecast Gast zu sein. Und ich begrüße, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aus Köln, Stefan Tietze. Völlig richtig. Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein. Cool, dass es geklappt hat. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wahrscheinlich nicht, aber das war zu einer PV von Star Wars, bei der letzten Star Wars PV. Da bist du mir nämlich entgegengekommen und guckten uns kurz an, nach dem Motto, kennen wir uns? Und dann sind wir aber wieder auseinandergegangen. Ich kannte dich halt auch von den Rocket Beans. Vielleicht hast du mich auch beim Chat-Duell oder wo auch immer mal gesehen. Nee, noch nicht tatsächlich. Ja. Bei mir, ich gucke jeden an. Ach so, also, jetzt ist kenne. Natürlich höflich, ja. Oder genau, aber das stimmt. Ich erinnere mich an deine Nachricht danach. Das war bei The Last Jedi tatsächlich. Da sind wir danach. Genau, richtig. Und da dachte ich nur, Mann, der ist ja größer, als man denkt. Ne? Das was so das höre ich häufiger, ja. Okay. Ja, schön, dass es wie gesagt geklappt hat. Und vielleicht ein bisschen was zu deiner Person, weil vielleicht nicht jeder Hörer sofort was mit deinem Namen anfangen kann. Woher kennt man dich oder könnte man dich kennen? Und wenn man dich nicht kennt, wo findet man dich? Man könnte mich kennen aus dem Neo-Magazin Kosmos, da habe ich lange als Autor geschrieben. Ich habe mit Florentin den Podcast, das Podcast-UFO, wo wir Quatsch machen. Generell, wenn dann überhaupt, kennt man mich wahrscheinlich aus so einer Comedy-Ecke. Ich war häufiger mal bei den Rocket Beans zu Gast, habe mit Florentin und Etienne damals das Filmfights quasi, das Programm, wo man sich gegenseitig zerfetzt und über Filme spricht. Quasi wie der Cinecast, nur mit Fäusten, haben wir da quasi begründet. Und ja, das wird so gewesen sein. Ja, viel, viel, viel Quatsch auf der Liste, viel Comedy-Quatsch. Ja, ich weiß auch damals, wie ihr das Format gestartet habt, da musste ich sofort auch an was denken, was wir im Cinecast damals mal gemacht haben, wo ich noch nicht alleine war und nur Gäste eingeladen hatte. Da hatte ich noch einen Kollegen, den Henrik, immer bei mir dabei und wir haben das zusammen gemacht. Da haben wir sowas auch mal gemacht. Da haben wir halt auch wirklich immer argumentativ versucht, bestimmte Filme zu bestimmten Themen herauszupicken und die Hörer zu überzeugen. Aber auch den genau. Gegenüber zu überzeugen, warum denn das der bessere Pick ist. Also ähnlich wie ihr es dann gemacht Spaß. Habt. Ja, es macht total Spaß. Ist ja auch quasi, also wir haben es ja auch geklaut, das Format schamlos aus den USA von Screen Junkies. Und Florentin und ich waren da immer schon große Fans von. Zum einen natürlich, weil das ist, was man eh die ganze Zeit macht. Also ich weiß nicht, wenn ich mit einem Kumpel ins Kino fahre, der ganze Heimweg besteht nur daraus, über den Film zu reden und sich Argumente um die Ohren zu hauen, den Film auseinanderzunehmen und über andere Filme zu sprechen, die da ähnlich sind. Oder dann fallen ja, das ist ja, dieses Gespräch, das kennt ja jeder, ist ja sehr relatable. Und ich glaube, das macht den Charme auch aus von Filmfights, dass man einfach, dass jeder eine Meinung dazu hat. Und gerade halt auch in der Internetzeit, wo jeder sowieso eine Meinung hat und auch verlangt wird, dass man quasi aus dem Kino mit einer 1-10-Sterne-Wertung rauskommt, wovon man jetzt nicht so viel halten muss. Aber das ist natürlich total gängig und deswegen glaube ich, können viele was mit dem Format anfangen. Ich weiß leider lange nicht zu Gast, weil ich es nicht geschafft habe zeitlich, aber bin bald da wieder auch zu Gast und freue mich schon auf die nächsten Runden auf jeden ja. Fall. Es ist ja auch sehr erfolgreich, wenn man A, die Zahlen sieht und B, die Spin-Offs. Ne? Da gab es dann die Game-Fights und jetzt zuletzt die alles mögliche Fights. Also es wird ausgeschlachtet. Ja. Das können die Rocket Beans gut. Wenn eine Idee da ist, dann wird da wirklich, die wird gemolken, ganz genau. Bis da nichts mehr rauskommt. Richtig. Natürlich. Melken, bis es keiner mehr guckt, ja.
Auf jeden Fall, so ist das. Ja, aber wie gesagt, ich mag das Format halt auch, weil generell mag ich Formate, wo man über Filme spricht, egal ob in Podcast-Form, in Videoform. Und wenn man sich dann auch so ein bisschen in die Richtung duelliert oder halt gegeneinander argumentiert, dann ist das meist sehr, sehr amüsant. Vor allem, wenn man sehr eloquente Gäste hat, habt ihr bis dato. Wir hatten eine Menge eloquente Gäste. Ja. Das Problem ist, dass sie häufig eloquenter waren als ich und sehr gut argumentieren konnten. Mir geht halt wirklich, muss man sagen, das Gedächtnis ab. Ich muss mir dann immer Notizen machen, weil, und auch, ich meine, ich habe auch, glaube ich, nicht dieses Bücherei- bzw. Videothekartige Wissen, was so ein Etienne Gardet zum Beispiel hat. Einfach, glaube ich, weil ich dann eher so ein Nischengucker bin und jetzt nicht in die Breite schaue, sondern sehr, sehr ausgewählt eher. Aber das ist ja auch irgendwie der Reiz, dass verschiedene Charaktere aufeinander prallen und so. Aber da bin ich mal gespannt, wie ich mich so in den nächsten Runden schlage. Das ist mir immer, das fehlt mir auf jeden Fall so ein bisschen, dieses total breite Film-Lexika. Mhm. Ein bisschen. Was sind denn sonst so, wenn du sagtest gerade, du selektierst stark oder guckst in eine bestimmte Richtung, was sind denn so deine Favoriten? Vielleicht Genre oder vielleicht sogar noch spezieller, wenn du möchtest? Was ist da so dein Steckenpferd? Oh, Genre ist schwierig. Generell eine sehr schwierige Frage. Also gerade was ich so aktuell gucke, sind dann eher auch so in die Indie-Richtung. Also so A24-Filme, also dieses fantastische Studio, was gerade einfach nach und nach Megafilme rausbringt. Das ist gerade so, da freue ich mich sehr drüber. Ansonsten bin ich natürlich auch ein Fan von den großen Klassiker-Regisseuren. Ich bin großer Coen Brothers-Fan, großer Wes Anderson-Fan. Aber geht dann immer schon gerne in so eine Arty-Fazi-Richtung. Ich bin nicht unbedingt der größte Blockbuster-Fan, so. Also schon, klar, aber jetzt nicht im aktuellen Kino auf jeden Fall. Da fühle ich mich nicht so zu Hause. Mhm. Ist das ein Vergleich immer irgendwie mit Chartsmusik? Die höre ich auch nicht. D'accord, bin ich ganz genauso. Kind der 80er, ich höre auch ganz andere Sachen als. Wenn ich jetzt die Charts zum Beispiel sehe, kann ich mit den meisten Namen schon gar nichts mehr anfangen. Oder es ist immer nur David Guetta featuring der. Also, ja, genau. Und dann auch oft irgendwas geremixed, ja. Was es halt schon mal gab. Oh ja. Und genauso sind die Kinocharts ja auch. Gigi Agostino war wieder da. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, Gott sei Dank nicht. Ja. Aber danke, dass du mir jetzt diese Flashbacks besorgst. Aber so sind die Kinocharts ja auch. Da wird ja auch alles geremixed und jede Intellectual Property, die irgendwo mal da war, wird wieder ausgegraben. Und halt, was ja auch klar ist, auf der einen Seite ist es natürlich in der heutigen Zeit schwierig, sich im Publikum zu erspielen. Und Kino ist ja auch so ein bisschen schwächelnd. Wobei es, glaube ich, gerade mittlerweile wieder ein bisschen besser wird. Und da versucht man natürlich dann mit Ideen um die Ecke zu kommen, wo man weiß, die ziehen halt eine gewisse Zuschauermasse ins Kino, was nachvollziehbar ist, aber halt auch schade. Und deswegen bin ich froh, dass es halt, deswegen habe ich gerade schon mal A24 erwähnt, solche Studios gibt, die halt auch originelle, neue Filmemacher setzen, die coole originelle Stoffe ins Kino bringen. Und da freue ich mich sehr drauf. Und das ist auch eine gute Zeit dafür eigentlich. Ja, wenn man sowas mag. Ich weiß nicht, wie du meine Biografie verfolgt hast. Ich arbeite ja parallel als Nebenjob, ich nenne es immer bezahltes Hobby, noch in einem großen Multiplex als Filmvorführer. Wirklich? Cool. Ja. Wusste ich gar nicht. Und ja, das ist echt cool, weil, wie ich gerade sagte, bezahltes Hobby, du kommst in Anführungsstrichen umsonst, kommst umsonst in die Filme rein. Und ja, da haben wir zuletzt einen 24-Stunden-Marathon von Harry Potter gehabt, jetzt letztes Wochenende. Ja, super. Und da waren, ohne Flachs, da waren 200 Leute drin. Ja. Also kann ich auf eine Art nachvollziehen. Also natürlich, das ist so, ja, ich ja, schwierig zu erklären, aber das ist natürlich, darüber freut man sich auch. Und das ist natürlich auch so eine, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade für die neuen Filme dann gemacht oder wie kam das? Hat das irgendeinen Anlass gehabt? Oder brauchst du dafür gar keinen Anlass mehr? Genau, also ich glaube, wirklich einen Anlass nicht. Klar kommt Tierwesen jetzt in Kürze ja ins Kino, ja, genau. Aber das hatte jetzt keinen direkten Zusammenhang. Es ist so ähnlich ein bisschen gewachsen wie die Herr-der-Ringe-Filme, die oft auch in vielen Kinos und auch bei uns dann in Extended jedes Jahr nochmal am Stück gezeigt werden. Also es ist für viele schon fast so eine Art Tradition. Wobei ich sagen muss, dass Herr der Ringe besser gealtert ist als die alten Harry Potter Filme für mich. Also jetzt mal abgesehen von Der Gefangene von Azkaban, finde ich, ist es schwierig zu schauen. Ich habe neulich mal, gab es hier in der Lanxess Arena, gibt es manchmal diese Orchestervorführungen, wo einfach die Filmmusik live gespielt wird. Und da habe ich den ersten Teil von Harry Potter mal wieder gesehen. Was ein fantastischer Original Score von John Williams. Und das war ganz toll anzuhören. Aber der Film hat mich dann echt rückblickend wieder so ein bisschen,
irgendwie ernüchtert. So geil war der jetzt nicht. War einfach so ein, halt so ein Kinderfilm. Aber niemand spielt so richtig gut, außer Dumbledore. Aber sonst hat man jetzt nicht so das Gefühl, wow, die spielen sich jetzt wirklich ja, frei. Und hat man halt das Gefühl, okay, mit denen will ich jetzt noch 7 andere Filme schauen. Naja, aber die Musik ist nach wie vor toll. Vielleicht noch ein bisschen, wenn wir aber dabei bleiben bei Schauspielerei. Ich mag natürlich Alan Rickman, ne? Wobei der immer, finde ich, viel zu natürlich, kurz in den ganzen Teilen kam. Also so wirklich viel Screentime hatte er ja nie, leider. Nee, das stimmt, das stimmt. Aber das stimmt natürlich. Der spielt natürlich von 1 bis Heiligstimme des Todes 2 fantastisch. Aber da bin ich bin auch ein großer Filmmusik-Fan und habe mir auch die Hans Zimmer Live Blu-ray angeschaut. Die macht sehr viel Spaß. Also da sieht man auch, wie breit gefächert das Spektrum von Hans Zimmer war. Also es ist nicht nur Orgelmusik wie jetzt zuletzt, sondern der hat auch früher noch ein paar andere Sachen gemacht. Und ich war. Ich bin ein ganz großer Fan von. Mhm. Ich bin ein ganz großer Soundtrack-Fan. Ich habe auch. Es gab zum Beispiel diese Doku, die war von ein paar. Von einem halben Jahr, glaube ich, war die im Kino. Score hieß ja, die. Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Die war interessant. Ich fand das jetzt nicht so wahnsinnig toll, weil die meisten Clips davon oder Interviews kannte ich schon irgendwo auf YouTube. Es war einfach so ein zusammengestückelter Doku-Film. Aber trotzdem hat es mich irgendwie wieder gefreut, diese ganzen, mal einfach alles nochmal über Filmmusik zu hören, ja, was man dann vielleicht schon kannte. Aber es ist nach wie vor interessant. Ich bin großer Fan. Auch von Hans Zimmer, obwohl der mittlerweile ja auch sehr viel Hate abbekommt. Ja, das stimmt. Ich zu Unrecht. Ja, ich war auch im, es gab mal nicht zu einem Film, sondern generell zum Thema Herr der Ringe gab es auch ein Live-Konzert. Da war ich auch damals in Köln. Da war ich auch dabei, auf jeden Fall. Das war auch richtig toll. Also generell Filmmusik live ist schon ein Erlebnis. Das war vor allem fantastisch, weil da quasi ja dieser Chor aus sehr jungen Menschen auf der Bühne war. Und vor allem, das war mir gar nicht so bewusst, gerade als dann diesen großen Finalkampf am Ende kommt, wo Orks sich quasi, wo Orks angreifen und auch Legolas und Aragorn, die wirklich einfach köpfen teilweise. Mhm. Und im Vordergrund waren halt diese jungen, unbefleckten Kinder, die singen. Und es war einfach so, ich weiß nicht, diese Bildschere, diese Textbildschere war sehr schön anzuschauen. Da musste ich mich sehr freuen drüber. Aber scheinbar wussten sie, was kam, weil sie haben nicht plötzlich gemacht oder so. Na, das war wirklich sehr, sehr schön. Ein Chor aus Kindern, im Hintergrund werden Orks geköpft. Vor allem, man kann halt so viel machen in Filmmusik. Hast du Ready Player One gesehen? Nein, habe ich nicht. Da gibt es auch, klar, der Soundtrack ist von Alan Silvestri, der halt auch den Zurück in die Zukunft-Score gemacht hat. Das merkst du halt an extrem vielen Stellen, weil der sehr, sehr ähnlich zu Zurück in die Zukunft ist. Und es gibt halt auch eine Szene mit einem Zauberwürfel, der heißt Zemeckis Zauberwürfel. Und wenn der eingesetzt wird, kommt wieder dieser Original, dieses Klingeln, was bei Zurück in die Zukunft. Diddliling. Ah, okay. Genau der gleiche Ton halt. Und das sind halt so ganz kleine Score-Spielereien, die natürlich nur ein Fan erkennt, aber das macht doppelt Spaß, wenn man das dann in dem Moment in so einem Film oder in dem Film Ready Player One halt in dem Moment wahrnimmt. War total geil. Ja, finde ich auch toll. Also Filmmusik kann ich mich auch freuen, auch bei Solo. Das war ja wirklich ein fantastischer, ich weiß gar nicht mehr, wer hat denn mal den Score geschrieben? Das wäre auch der für die ganzen... Michael Giacchino, glaube ich. Kann das sein? Der macht ja... Nee, das war jemand anders. Lass mich mal kurz nachgucken. Wir haben ja die Zeit. Ja, natürlich. Guck gerne mal nach. Aber das war wirklich auch interessant, weil genau, es war nämlich John Powell. Und John Powell ist auch jemand, der wie John Williams noch mit einem Zettel und Stift quasi da sitzt und am Piano quasi einen Score orchestriert. Und das, finde ich, hat man total gehört. Und das ist sowas wünscht man sich wieder, finde ich. In so einer Zeit, wo es mittlerweile nur noch diese ganzen Action-Ostinatos gibt und diese ganzen atmosphärische Musik, wo alle zwanghaft irgendwie versuchen, Hans Zimmer zu kopieren, keine Lust haben mehr, originelle Melodien zu schreiben oder man selten mit einem Ohrwurm aus dem Kino kommt. Und da habe ich mich bei Solo sehr gefreut drüber. Das natürlich hat John Williams auch noch eine Menge geschrieben und so und oder John Powell hat viele Sachen einfach nur umarrangiert. Aber es war mir wieder so ein Film, wo ich mich wirklich gefreut habe über die Musik. Und da muss ich sagen, auch nach Herr der Ringe in der Lanxess Arena oder auch nach Harry Potter in der Lanxess Arena dachte ich mir, ja, das ist Filmmusik, wie sie nicht aussterben sollte. Das Filmorchester sollte einfach nicht aussterben. Und da muss ich sagen, klar, auch so jemand wie Alan Silvestri hält dann noch irgendwie die Fahne für hoch.
Aber man muss da wirklich aufpassen, finde ich. Und da hat Hans Zimmer, wenn auch dann vielleicht, konnte er gar nicht so viel dafür, aber mittlerweile versuchen halt viele die atmosphärischen Klänge, die er so mit an den Start gebracht hat, schlecht zu kopieren, habe ich das Gefühl. Also, dass viele so in seinem Stile versuchen zu schreiben und das oft nicht funktioniert, weil die, ich glaube, einfach unterschätzen, dass Hans Zimmer einfach ein Genie ist, was es, wenn es darum geht, irgendwie eine Textur zu entwickeln oder was, eine originellen Klangwelt zu entwickeln für einen Film. Das klingt dann vielleicht am Ende immer einfach oder wie der nächste Action, rom-pom-pom-pom, aber es ist dann einfach doch mehr, es sind dann mehr Gedanken dahinter. Dark Knight sind halt nicht nur Trommelnlaute, sondern das sind halt einfach, da sind auch Leitmotive drin und charakterbezogene Ideen. Das ist schon interessant. Ja, mittlerweile liebe ich auch den Soundtrack zu Dark Knight. Ich weiß noch damals, wie The Dark Knight, oder beziehungsweise es war Batman Begins, wie der ins Kino kam. Da war ich echt ein bisschen enttäuscht als alter Batman-Fan. Ich dachte, ja, jetzt kommt wenigstens der alte, typische Batman-Score, ja, den man kennt aus den, auf jeden Fall, aus den Michael Keaton-Batman-Teilen. Nee, war nicht. Aber der Film ist natürlich im Nachgang trotzdem top. Und der Soundtrack auch. Mittlerweile verbindet man Batman fast schon mehr mit dem Sound. Das Typische, wenn Batman erscheint, dieses Brachiale, was dann kommt, als vielleicht noch von früher der leichtere Sound von, ich glaube, Danny Elfman. Der hat nämlich eine Melodie, eine klassische Superhelden-Melodie, auch im Stile von John Williams für Superman zum Beispiel geschrieben. Und das ist natürlich total interessant. Und da ist wirklich Dark Knight, glaube ich, so ein bisschen so eine Wende. Ich glaube, wenn es Hans Zimmer nicht gäbe, hätten Marvel-Filme auch gute Scores. Wo man einfach, weil er hat dann so ein bisschen die Kehrtwende gebracht, wo man gesagt hat, ja, Superhelden, vor allem auch Batman, ist ein düsterer Superman, ist der Ritter der Nacht. Der muss keine heroische Musik haben. Der hat vielleicht einfach nur zwei Töne. Und die sind vielleicht heroisch, vielleicht aber auch ein bisschen kriegerisch und so. Und vor allem atmosphärisch. Und das fand ich total spannend. Und ich glaube, da ist rückblickend auch viel schiefgelaufen, weil bei Marvel vermisse ich es jetzt total tatsächlich. Ich bin kein großer Fan der Filme und habe auch nicht, wirklich keine Ahnung, habe auch kein Recht darüber zu sprechen, weil ich sehr wenige davon nur gesehen habe. Aber da finde ich, bleibt selten Musik hängen. Ja, so ein bisschen. Also ich finde zum Beispiel bei Ant-Man dieses dem, das, was schon wie so ein Ameisentapsen oder so klingt, das hat sich bei mir so ein bisschen eingebrannt. Und natürlich, da sind wir wieder bei Alan Silvestri, der den Score zu den Avengers-Theme gemacht hat, der jetzt auch in dem letzten Avengers den Score gemacht hat, der bleibt natürlich auch im Ohr, ne? Wenn auch dann Thor jetzt im letzten dann auftaucht und dann kommt der Score wieder so richtig. Aber sonst hast du recht, sonst hast du da weniger so diese Score-Erfahrungen. Oder kannst du dich zum Beispiel an den Homecoming-Score von Spider-Man erinnern? Auch von Michael Giacchino. Ja. Aber nur, weil ich mich interessiert habe, ist einer der wenigen Filme, weil ich richtig gut fand. Ja, gut, der Film ja, aber ich fand, da war keine Musik, die irgendwie in den Vordergrund drang. Das, auf jeden Fall. Ich habe das dann nachher nochmal gehört, einfach weil ich nochmal in die Filmwelt so zurückkehren wollte, so kitschig das jetzt klingt. Nee. Und deswegen habe ich es ein paar Mal gehört und deswegen habe ich den noch im Kopf. Aber du hast recht, also sonst würde man den auch nicht nachsummen irgendwie oder sich im Alltag dabei erwischen. Außer, was ich dann mega fand, dass sie die alte Spider-Man-Musik genommen haben, als das Marvel-Logo kam und dann dieses den halt arrangiert haben, orchestriert haben. Das war wirklich der erste Gänsehaut-Moment, einer von vielen in diesem tollen Film. Stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Da haben sie wirklich mal den Urscore eingespielt. Ja. Ja, aber es ist schön zu hören generell, dass ich nicht der Einzige bin, der Freak in Anführungsstrichen, der auch einen Soundtrack im Auto hört und Fenster aufmacht und dann da durch die City oder wo auch immer er fährt. Vor allem seit Spotify gibt es keine Ausrede mehr, warum man das nicht machen soll. Genau. Ja. Du kannst einfach fantastisch. Ach, ich habe auf jeden Fall eine Score-Playlist. Ich habe eine Original-Score und eine Soundtrack-Playlist, wo ich ganz streng trenne. Und dann wird das einfach gehört, die ganze Zeit im Auto, auf jeden Fall. Also, was ich auf jeden Fall mal mache, das habe ich auch noch nicht in mittlerweile 73 Folgen Cinecast, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Ich mache mal einen Score-Podcast. Also irgendwie. Du hast es noch nicht gemacht? Nee, Score. Also, ich glaube, Filmmusik habe ich so, also immer wieder mal thematisch aufgegriffen, aber nie so als Sonderfolge, wo man eventuell mal über seine Lieblingsscores spricht, auch ein bisschen was Allgemeines über die Geschichte etc. Da könnte ich mir dich sehr gut als Gast vorstellen zum Beispiel, wenn du da Bock drauf total hast, gerne. Auf jeden Fall. Hat mich gewundert, dass du es noch nicht gemacht hast. Viel über Synchronisation. Wir hatten ja hier Charles Rettinghaus zu Gast und, aber das hatte ich noch nicht. Nee. Ja. So, wir waren gerade, das passt vielleicht thematisch ganz gut, weil da würde ich gerne trotzdem deine Meinung haben, weil du meintest ja,
A, meintest du, du würdest gerne auch so nischigere und kleinere Filme gucken, was so ein bisschen fast im Widerspruch ist, dass du großer Star-Wars-Fan bist. Also du machst auf jeden Fall jetzt einen Podcast drüber, also gehe ich da jetzt vorsichtig mal von aus. Ich würde trotzdem gerne, weil ich ihn zuletzt auch nochmal mit meiner Frau jetzt im Heimkino hier auf UHD gesehen habe, über Solo sprechen. A, deine Meinung und B, mir fällt gerade noch ein, wegen Soundtrack, wenn die von Kessel flüchten, da kommt und dann die TIE Fighter kommen. Da gibt es auch noch mal den Score von Episode 5, ne? Wenn der durch ein Asteroidenfeld knallt. Diesen Score. Ich bin nicht sicher, ob das nicht. Ja, ist es nicht sogar in Episode 4, als die TIE Fighter kommen? Ist es da auch schon? Was du meinst. Ja, ich erinnere mich immer, ich erinnere mich immer, wenn der Millennium Falcon in Episode 5 um die Asteroiden fliegt. Da kommt dieses. Ja, genau. Okay, ja genau, ich habe jetzt gerade von einer anderen Stelle gedacht, aber ja, genau, das sind die beiden Sachen in A Reminiscent Theory, heißt der Track auf dem Album von John Powell. Ja, auf jeden Fall ganz toll geremixed, ja quasi. Das kannst du ignorieren, ja, das ist schon vorbei. Tatsächlich, genau, ja, steht ein bisschen im Widerspruch. Ich bin großer Fan von Star Wars und habe den Star Wars Podcast Antenne Alderaan, den ich zusammen mit meinem Schulfreund Timo und unserem gemeinsamen Star Wars Freund Thilo Grimm mache. Und genau, das hat sich einfach so ergeben. Wir sind große Star Wars Fans und haben dann einfach gesagt, wir reden einfach mal darüber. Ist mehr ein Fanprojekt. Wir sind jetzt nicht die Professoren außer Thilo, der ist ja, ich habe noch niemanden mit so viel Star Wars Wissen getroffen. Aber Timo und ich sind einfach große Fans und wollten einfach länger darüber reden und dachten, vielleicht ist es unterhaltsam. Genau, und da hat sich das halt ergeben. Ich bin ein sehr großer Star Wars Fan, das stimmt schon. Genau, und Solo. Ja, interessant. Also ich wurde zum einen, muss man vielleicht sagen, für meine Meinung, ich habe eine sehr spezielle Meinung zu Episode 8, The Last Jedi. Ich fand den Film fantastisch. Ich bin einer der, ich glaube, du warst ähnlicher Meinung. Ich erinnere mich noch an deine Nachricht zumindest. Ja, richtig, genau. Ich bin auch einer der wenigen, die den nicht so zerrissen haben wie doch das halbe Fandom und auch vielleicht auch viele in der Allgemeinheit, ja. Ja, wobei, ja, interessant. Genau, und ich bin dann halt in Solo gegangen und dachte mir, okay, ich konnte den Film nicht ganz ohne diese ganze Vorgeschichte gucken, was vielleicht noch ein bisschen blöd war. Natürlich kann man auch, konnte ich den Film auch nicht gucken ohne die Vorgeschichte des Films, des Solo an sich, weil man da ja auch vorher viel drüber gehört hat. Man hat gehört, dass die Regisseure wurden gefeuert. Man hat eine Menge über den Schauspieler Alden Ehrenreich gehört, der wohl nicht so gut gespielt hat und einen Schauspielcoach bekommen hat. Und das fand ich schon alles sehr, sehr befremdlich, dass man das alles mitbekommt. Und ich habe mich da jetzt nicht so wirklich mega doll eingelesen, aber trotzdem wurden so sehr viele Informationen vorher einem reingedonnert, dass man das gar nicht mehr so richtig unbefangen gucken konnte. Und ich habe trotzdem versucht, mich davon freizumachen und einfach diesen Film zu genießen. Und ich habe mich natürlich im Kino total gefreut, einen Star-Wars-Film zu sehen. Und ich habe mich auch unterhalten gefühlt. Aber es ist leider für mich einfach ein wahnsinnig belangloser Actionstreifen geworden am Ende, mit dem ich nicht so viel anfangen konnte. Und ich muss sagen, ich habe ihn dann noch einmal danach geguckt, aber Der Funke ist einfach nicht übergesprungen. Ich bin kein großer Fan von diesem Film. Ich finde, das ist das ikonischste Filmduo, was es gibt, fast in der ganzen Filmwelt, Chewbacca und Han Solo. Und wenn ich diese langweiligen Setpieces und Ideen und Bits mir angucke, wie sie sich dann getroffen haben oder wie er zu seinem Namen gekommen sein soll. Ja, das fand ich ganz schön. Und so weiter, und dann wurde einfach in so Lücken reingeschrieben. In Lücken, die ich toll finde. Weil in diese Lücken denkt man rein. Das sind halt diese Gespräche im Auto nach dem Kino, wo man mit Freunden drüber redet. Oder, weiß ich nicht, wenn man abends irgendwo besoffen rumliegt auf irgendeinem Feld. So, dann redet man halt über Star Wars und wie könnten sie sich kennengelernt haben. Und das sind halt plötzlich genau diese Dinge, die dann plötzlich erklärt wurden. Und ich finde, das wurde alles überantwortet. Und das hat mir gar nicht gefallen. Und die Story war für mich einfach ein total, klar, solider, aber total belangloser Actionplot. So, wir reisen von Planet zu Planet, weil wir das müssen. Und da bekommen wir das her. Deswegen müssen wir jetzt zu diesem Planeten. Und für mich haben die Charaktere nicht so viel Spaß gemacht, weil ich fand, den Film waren sie nicht unemotional. Also dann trifft sie, die verlieren sich plötzlich im Raumhafen von Corellia. Und danach treffen sie sich zufällig wieder in dieser ganzen Galaxis und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es am Schauspiel lag oder an dem Drehbuch oder im Dialog. Es war einfach nicht, es hat, kam keine Emotionen an, so wirklich. Und da hat auch eine gute Performance von Donald Glover nicht geholfen, mich da irgendwie
Und auch ein Woody Harrelson spielt halt so, wie er immer spielt, ne? Also ich finde auch den Charakter, den Tobias Beckett, ist schon okay. Der macht auch schon ein bisschen Spaß mit seinem ich schlag mich schnell immer auf die oder die Seite, ne? Das fand ich schon okay. Aber hat man halt auch schon tausendmal gesehen. Ja, richtig. Und ich finde, die besten Momente hatte Han Solo in Form von Alden Ehrenreich, wo ich mir vorher Gedanken gemacht habe, dass es vielleicht nicht so ist. Aber der hat wirklich ganz tolle Momente gehabt, die fast so improvisiert gewirkt haben, wie auch Han Solo immer ist. Der halt on spot improvisiert und versucht, sich irgendwie rauszureden. Und das fand ich, hat total gut funktioniert. Und das hat richtig Spaß gemacht. Auch in der deutschen Synchro zum Beispiel, die ich danach nochmal geschaut habe. Genau, das will ich dir auch fragen, aber gerade mit diesem, das sind so Szenen wie, wenn dann der Millennium, wo er sagt, da sind jetzt 30 Truppen in meinem Millennium Falcon, die kommen gleich raus, und in dem Moment fliegt der Millennium Falcon weg und er geht nur zurück und sagt nichts mehr. Hier, kannst weiter. Yeah. Das sind genau diese Momente, wo man echt schmunzeln muss und was Spaß macht. Über die habe ich mich gefreut, ja. Total ja. Gefreut. Und das hat richtig Spaß gemacht, und die machen es den Film auch wert zu gucken. Also natürlich, gerade als Star-Wars-Fan oder halt auch als Film-Fan ist man ja auch irgendwo Star-Wars-Fan. Aber ja, wie gesagt, ich bin echt enttäuscht, was da Vater und Sohn geschrieben haben. Lawrence und sein Sohn, weiß nicht mehr, wie er heißt, Kasdan, die das Drehbuch geschrieben haben, die auch damals an den Originalfilmen beteiligt waren, zumindest der Vater. Und das ist wirklich, ich war wirklich enttäuscht von der Story, ganz im Ernst. Das ist wirklich, das kriegt man doch wirklich mit besser. Wie du schon sagtest, es ist halt wirklich in Anführungsstrichen belanglos und nicht spektakulär. Auch dieser Versuch dann am Ende da irgendwie noch Darth Maul deswegen reinzubauen, damit man da irgendwie eine Connection hat, ne? Also hätten sich auch sparen können. Und Kiara generell, oder Kira von Emily Clarke mal wieder gespielt, die hat ja ein schlechtes Händchen. Die hat beim Flop Terminator mitgespielt und jetzt hier, also irgendwie hat Emilia Clarke außer halt bei Game of Thrones immer schlechte Karten aktuell, wenn sie bei irgendwelchen Franchise mitmacht. Ja, und ich fand es halt auch visuell nicht so schön. Also ich fand, der Cinematographer, der hat ja, ich weiß nicht mehr den Namen, aber der hat auch tolle Filme gemacht wie Selma, und die haben echt, das fand ich schon schön. Ich fand es nur halt nicht konsequent directed irgendwie. Dafür war das mir, es ging nie so eine Welt auf. Es war immer, es hat sich alles sehr klein angefühlt. Ich habe mich total eingeengt gefühlt die ganze Zeit, obwohl man bei Star Wars ist, wo man ja von Planet zu Planet reist und die Weite spüren sollte. Ich hatte aber nie das Gefühl, irgendwie wie in Mos Eisley verloren gehen zu können oder so. Alles war immer überschaubar. Und das kann man natürlich dann gerne immer auf Budget schieben, wenn man halt nicht genauso viel am Ende verbraten hätte wie The Last Jedi zum Beispiel. Das war ja, ist halt in Anführungszeichen nur ein Spin-off-Film, der aber einfach wahnsinnig, wahnsinnig teuer war. Und da, ich verstehe nicht, wo das Geld hingeflossen ist, weil die Sets waren total, wirklich total überschaubar. Und es gab ja nicht viele Sets. Es waren diese drei großen Schauplätze. Und das habe ich nicht. Vielleicht hat das Ganze auch ein bisschen, oder ist teurer geworden, dadurch, dass es in die Länge gezogen ist mit dem Regiewechsel, ja, ne, von Lord und Miller zu Ron Howard. Und deswegen vielleicht auch dieses ungleichmäßige Erscheinen des Films zum Teil von Szene zu Szene. Ich habe auch manchmal, eine Szene hatte ich noch in Erinnerung, die war komischerweise, da war so ein Bereich komplett unscharf, wo es überhaupt keinen Sinn machte, den Bereich unscharf zu machen. Also war sehr, sehr dubios teilweise. Und ja, man weiß halt nicht, ne, was hat jetzt wirklich Ron Howard alles noch irgendwie geändert, was war vielleicht vorher schon da, was hat denen nicht gefallen von Disney. Wäre halt mal interessant zu wissen, wie denn der Film ausgesehen hätte. Aber das ist ja oft so, ne? Das haben wir das Gleiche bei Zack Snyder mit Justice League, wo man ja auch gerne mal wissen würde, ja, wie wäre denn der Film, wenn ihn denn Zack Snyder wirklich gemacht hätte, ne? Aber ja. Bei Rogue One hatten wir doch eine ähnliche Thematik, wobei da der Film, also Rogue One bin ich ein Freund von, weil ich mag den Film, aber auch da gab es ja die Diskussion, ne? Auch da wurde gesagt, da gab es Nachdrehs, da wurde das Ende geändert und, aber der Film hat für mich funktioniert. Han Solo ist halt, ja, wie du schon sagst, belanglos leider, ne? Nachdrehs und so sind ja auch eigentlich gar keine Seltenheit. Das passiert ja häufiger mal. Ich glaube, bei Star Wars wird es halt immer so ein bisschen hochgekocht. Weil ja, aber da kommt auf die Menge an, ne? Also klar, Nachdrehs ist sicherlich normal, aber wenn da dann gefühlt ein Dreiviertel vom Film neu gedreht wird durch den Regiewechsel oder so, oder. Genau, ich glaube, das war es dann doch. Da hat er wirklich einfach am Ende nochmal einfach 70% gedreht oder so. Aber genau, bei Rogue One. Ja, aber genau, ich hab ein bisschen Probleme mit den neuen Star Wars Filmen, außer rückblickend
ja, habe ich auch immer anders gesehen, als ich aus dem Kino gegangen bin, aber rückblickend fand ich dann einfach The Last Jedi dann doch den konsequentesten, coolsten, originellsten Film, wo mich für mich am meisten Sachen funktioniert haben. Und ich habe das schon mal erwähnt, öffentlich diese Meinung, und wurde dafür hart kritisiert. Ich will mich trotzdem nicht zurückhalten damit, weil ich weiterhin dieser Meinung bin. Und es ja auch gut ist, finde ich, wenn man andere, wenn es mal andere Meinungen gibt. Heutzutage. Das ist wirklich interessant, wie der Film polarisiert hat. Und Solo dann wiederum nicht. Darauf konnten sich dann irgendwie wieder alle einigen. Ja, das stimmt. Also auch viele sind so der Meinung, wie wir es jetzt auch gesagt haben. Ja, ist okay, der Film existiert, ist aber belanglos. Und wahrscheinlich auch die Politik. Warum bringt man den so ein paar Monate nach Episode 8 schon raus? Das ist auch Quatsch gewesen. Ne? Und das merken sie wohl jetzt auch. Ja. Ich glaube, ein Star-Wars-Film pro Jahr, das passt. Und wenn er dann wie sonst die Jahre immer auch zur Weihnachtszeit kommt, umso besser. Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt, ich weiß nicht genau, wann der Streamingdienst von Disney rauskommt. Da haben sie jetzt ja auch eine Serie angekündigt, eine Star-Wars-Serie, The Mandalorian. Weißt du da mehr? Weil das wäre jetzt auch der Bereich News. Okay, lass uns in den Bereich News. Lass uns mal in den Bereich News gehen, weil ich habe auch davon gelesen. Ist ja auch die Frage, ob Disney diesen Streamingdienst überhaupt in Deutschland anbietet oder ob das so ein bisschen ist wie bei Star Trek Discovery, dass da gibt es ja CBS All Access in Amerika, gibt es in Deutschland natürlich und Europa nicht. Und im Grunde außer Amerika und Kanada weltweit vertreibt es Netflix. Und so könnte ich es mir eventuell sogar vorstellen, dass das, weil Disney schon viel mit Netflix bis dato gemacht hat, dass die den, ich kann mir nicht vorstellen, also tut mir leid, ich kann mir nicht vorstellen, dass Disney wirklich in Deutschland den Streamingdienst direkt raushaut. Glaube ich nicht. Das glaube ich aber für dich mit. Okay. Also ich bin mir sehr sicher, dass die Netflix ganz massiv den Kampf ansagen wollen und in jedem Land mit, ich meine, die haben ja auch nicht umsonst Fox gekauft und haben einfach ein riesen Repertoire und ich glaube, die werden, also das ist, die, wenn die jetzt einen Streamingdienst raushauen würden, glaube ich, würden sich, sagen die Netflix total den Kampf an, und ich halte das für eine ganz logische Konsequenz, dass sie das in jedem Land raushauen wollen. Und gerade wenn die jetzt, es wird ein Riesenprojekt, The Mandalorian, wird eine Riesenserie, und die werden die einfach, glaube ich, in jedem Land auswerten wollen, selbstverständlich. Ah, ich sehe schon, es wird teuer. Ich brauche einen dritten Streaming-Anbieter. Ja, genau, das denke ich mir auch die ganze Zeit. Aber ich bin auch bereit, allein schon für diese Star-Wars-Serie das auszugeben. Allein, weil ganz tolle Regisseure beteiligt sind, wie zum Beispiel Dave Filoni, der ja Star Wars Rebels gemacht hat zum Beispiel und auch The Clone Wars und so weiter, hat sich um die Serien schon immer gekümmert hat, die ja meistens dann halt animiert waren. Und Taika Waititi macht halt auch ein paar Episoden, was ich fantastisch finde. Ich bin ein sehr, sehr großer Taika Waititi-Fan, der auch ja den neuen Thor gemacht hat. Und tolle eigene Filme, die ich speziell als jemand, der sich für Comedy interessiert, unfassbar toll finde. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Weißt du denn, also zeitlich und thematisch, weiß man das schon mehr? Ich meine, ich habe mal gehört, das würde nach Episode 6 spielen, zwischen 6 und 7? Zwischen 6 und 7. Die First Order fängt gerade an, sich aufzubauen. Und da ist irgendein Mandalorianer auf dem Weg, diese Kopfgeldkriegerartigen Figuren. Und da, dem verfolgen wir. Und ich kann mir vorstellen, dass es sehr unterhaltsam wird. Actionlastig, Thriller-Elemente, es wird lustig werden. Es wird, glaube ich, schon toll, und sehr viel Geld wird auch verbraten. Von daher kann man sich auf jeden Fall freuen, glaube ich, auf eine rundum tolle Serie im Game of Thrones-artigen Style. Und soll dann nächstes Jahr soweit sein, oder? Das weiß ich halt auch nicht genau. Deswegen dachte ich mir gerade, kam mir gerade der Gedanke, dass sie vielleicht deswegen Solo so früh rausgebracht haben in diesem Jahr, um jetzt gegen Weihnachten diese Serie samt Streamingdienst zu starten. Das weiß ich nicht genau. Ja gut, aber so weit sind sie ja definitiv noch nicht. Also dann gäbe es ja, wir sind jetzt im Oktober, wäre das jetzt für Dezember schon, dann würde es ja schon Ankündigungen geben. Also das würde ich jetzt mal vorsichtig ausschließen. Ich hab jegliches Zeitgefühl verloren, wir sind schon im Oktober. Ne? Ja, ja. Ist auch so warm, ich habe immer das Gefühl, wir haben irgendwie April oder so. Aber du hast völlig recht, das wird dann wahrscheinlich nicht mehr hinhauen, aber die haben zumindest, drehen die ja schon. Also kann ich mir vorstellen, dass es dann zumindest irgendwann Anfang nächsten Jahres soweit sein wird, was dann vielleicht wiederum so nah an Weihnachten dran wäre, dass man vielleicht gedacht hat, komm, wir hauen das eher raus, Solo. Keine Ahnung, kann ich mir nicht erklären. Ja, aber vielleicht hätte man es dann fast schon eher koppeln können, ne? Dass Solo Weihnachten raushaust und eine Woche später fängt die neue Star-Wars-Serie an oder so. Das ist ja keine Konkurrenz, eine Serie zum Film, also
würde ich jetzt jedenfalls sagen. Ja. Ich weiß nicht, mit Marketing kenne ich mich nicht aus. Okay. Dann würde ich gerne mal deine Meinung wissen. Und zwar zu, weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Hast du einen Trailer zu Friedhof der Kuscheltiere gesehen, der Neuverfilmung? Nee, ich habe nur diese Instagram-artigen Snippets gesehen. 5 Sekunden davon. Ich habe nichts mehr davon mitbekommen. Plötzlich habe ich davon gelesen, dachte mir, ah, okay, jetzt gräbt man alles wieder aus. Ganz genau, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also gerade so die alten Teile. Jetzt nach dem Erfolg von S, haben sie da wohl Blut geleckt, ne? Die Dinge rauszuhauen. Ja. Und Horrorfilme laufen halt einfach fantastisch. Ja, und sind meist nicht so teuer, ne? Sagen. Ja, weiß ich nicht. Stichwort A24, ich habe Hereditary gesehen. Ein Film, wo ich dachte, den guckt sich bestimmt niemand an, weil der so Special Interest ist. Halt von einem einigermaßen neuen, unbefleckten Regisseur und so. Das Kino war einfach voll. Und es war die 23:50 Vorstellung. Die waren einfach, alle waren im Kino, augenscheinlich, weil die Horrorfilme lieben. Oder Mother von Darren Aronofsky. War ich in einem vollen Kino. Ja, aber ich glaube, wann erlebt man das mal? Ich glaube, das war gutes Marketing. Ich glaube, die Leute, die danach herauskamen, waren alle ein bisschen verstört nach Mother, weil sie das nicht erwartet haben. Ja, ja, genau. Die haben einfach einen Horrorfilm erwartet, aber nee, ganz, ganz klar. Also nicht sowas. Nee, das fand ich total befriedigend. Als jemand, der häufig ins Kino geht und dann plötzlich füllt sich das Kino, weil alle meinen, oh, wir lassen uns mal ein bisschen, wir gruseln uns mal jetzt ein bisschen in einem Horrorfilm. Und dann werden die einfach, dann werden die so vom Kopf gestoßen mit diesem fantastischen Film. Und dann sind sehr viele bei mir im Kino auch rausgegangen und haben sich lauthals beschwert über den Film. Ich hatte auch immer meinen Spaß. Ich habe dann immer, wenn der Film aus war, wenn die Türen aufgegangen sind, habe ich mich dann einfach so mal dahingestellt und einfach mal die Leute angeguckt, wenn die rauskamen. Also es war super. Ich würde eine GoPro aufstellen. Bei solchen Filmen würde ich dann immer draußen irgendwie auf so einem Stativ so eine GoPro aufstellen und dann YouTube-Videos veröffentlichen. So eine Crowd nach Mother und dann würde ich das in Zeitlupe abspielen. Coole Idee, aber dann bräuchte ich von allen wieder das Einverständnis, dass ich sie filmen darf und all sowas. Also ist wahrscheinlich wieder nicht so ganz, ganz leicht. Aber prinzipiell coole Idee, weil die Gesichter waren schon Sprachenbände, die da rauskamen. Ja. Das war sehr geil. Auf jeden Fall. Was hast du denn zuletzt gesehen? Gute Frage. Ich habe der letzte Film, den ich gesehen habe, ist Eighth Grade von Bo Burnham. Kennst du Bo Burnham? Ich bin ein großer Bo Burnham-Fan, der bekannt geworden über YouTube, einfach als wahnsinnig lustiger, damals Comedy-Musiker quasi, und hat dann mittlerweile Netflix-Special 2 rausgebracht und ist ein wahnsinnig erfolgreicher junger Comedian. Und der hat jetzt sein Regiedebüt Eighth Grade rausgehauen, 8. Klasse. Und das ist ein wirklich fantastischer Film über ein junges Mädchen in der 8. Klasse, die nicht die beliebteste ist, einen YouTube-Channel hat, wo sie Tipps gibt, wie man selbstbewusst ist how to put yourself out there, also wie man rausgeht und auf Leute zugeht und da total versagt im echten Leben allerdings, weil sie einfach nicht selbstbewusst ist und nicht viel redet. Und Josh Hamilton spielt den Vater. Das ist ein ganz fantastischer kleiner Film. Den habe ich gesehen. Weil den ist in Deutschland, glaube ich, gar nicht erschienen. Aber ich habe den im iTunes US Store gekauft, wo man sehr gut immer Filme kaufen kann, die in Deutschland manchmal vielleicht einfach gar keinen Release bekommen. Aber der wird doch einen bekommen, ich schätze mal, aber einfach später. Ja, ich habe gerade mal parallel geschaut. Hier steht noch was von also Erscheinungsdatum Vereinigten Staaten war 13. Juli. Du hast recht, irgendwie deutscher Staat steht jetzt hier so nicht. Ist wirklich seltsam. Also vor allem, weil Bo Burnham mittlerweile, ich glaube, der Film ist auch überhaupt, der ist nur zustande gekommen, weil das einfach ein wahnsinnig populärer Comedian ist, der auch nie was mit Regie oder so zu tun hat, auch nicht mal mit Filmen großartig. Der hat dann, glaube ich, bei einem Chris Rock Comedy Special hat er mal Regie geführt. Aber sonst hat er nie was gemacht in der Richtung, hat dann einfach sich einen Film überlegt. Und das ist ein total cleverer Film über die neue digitale Lebensrealität, in der wir alle stecken, wo ein junges Mädchen quasi sich selbst findet. Und ich meine, das Finale des Films, kann man sagen, ist eine Poolparty, wo einfach das Mädchen eingeladen ist, die immer ein bisschen übergewichtig ist. Und das ist wirklich ganz fantastisch und ein sehr rührender Film und hat mir gezeigt, dass auch in mir ein achtjähriges Achtklässler-Mädchen steckt.
man kann sich da identifizieren, lustigerweise damit, was der Film wirklich toll macht. Also sehr zu empfehlen, aber mal gucken. Müsst mal schauen, wo ihr den bekommt. Ich hab keine Ahnung. Im iTunes US Store vielleicht. Das ist auf jeden Fall schon mal Ansatz. Ich werde das mal recherchieren und dann mit in die Shownotes packen. Mal schauen, wo man den kriegt. Oder vielleicht kommt er ja noch irgendwo oder dann halt über Netflix und Co. Ne? Ist das ein Sony-Film? Dann kommt er doch wahrscheinlich sogar auf. Ich glaube, es ist auch A24. Ah, okay. Was der Verleih dann ja, ist. Ja, genau. Da hängt es ja manchmal dann davon ab, wo er dann später in Europa abrufbar oder ausgestrahlt oder was auch immer wird. Ja, genau. Aber den kann ich sehr empfehlen. Mhm. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Cool. Ich habe zuletzt im Kino gesehen, ja, fangen wir mit dem wirklich an, den ich wirklich zuletzt gesehen habe. Ich habe gesehen Bad Times at the El Royale. Okay. Sagt dir das nichts was? Nichts gesehen. Nee. Noch nie gehört? Nee. Okay. Ich bin, muss man sagen, also das ist auch der Grund, warum ich lange nicht bei Filmfights war. Ich bin einfach gerade in so einer Bubble. Ich bin gerade dabei, eine Serie zu schreiben. Und das ist wirklich für Disney. Ja, für den Mandalorianer Streaming-Service. The Mandalorian, ja. Richtig, kommt bald raus. Und da, genau, habe ich einfach mittlerweile nicht viel Zeit gehabt, mich ins Kino zu setzen oder mich mit Filmnews zu beschäftigen. Ja, klar. Deswegen bin ich ganz gespannt, um was es sich handelt. Genau, es ist ein, also viele benennen es als ein Quentin Tarantino Light. Das lasse ich jetzt auch mal so stehen. Geht auch ein bisschen in die Richtung, weil einen ebenbürtigen Tarantino zu machen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Die Musik übrigens, wir waren so viel bei Musik, wurde nämlich hier an der Stelle von Michael Giacchino nämlich auch komponiert. Der macht wirklich alles, muss man sagen. Der macht sehr viel, ja. Also ich habe ihn damals halt, klar, durch J.J. Abrams und Lost habe ich ihn kennengelernt. Ich glaube, das war so das erste Mal, dass er mir so aufgefallen ist, weil er auch da sehr spezielle Musik gemacht hat. Ja, Besetzung. Die Besetzung ist nämlich wirklich sehr, sehr cool. Es spielt ein Jeff Bridges mit, es spielt ein John Hamm mit, es spielt eine Dakota Johnson und ein Chris Hemsworth mit. Wow. Also okay. Der Cast macht schon Spaß. Worum geht's? Es geht um das El Royale in den, jetzt darf ich nicht lügen, mit Jahren habe ich es nicht so, 60er oder 70er Jahre. Ich gucke gerade mal. Handlung spielt 69, ja, genau dazwischen. Also 69 spielt die Handlung. Das El Royale ist ein Hotel, was genau auf der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada liegt. Und man sieht sogar diesen Grenzstreifen einmal quer durchs Hotel gehen. Warum? Vorteil ist, beim El Royale, du kannst in Nevada zocken, darfst aber nicht trinken und gehst du rüber, einmal über den Strich, Kalifornien, darfst du trinken, sehr zwar gut. Nicht zocken. Also das ist erstmal so die Grundidee an diesem Hotel. Das ist aber in die Jahre gekommen, das wird auch nicht mehr so gut besucht, weil, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr genau warum, wird auf jeden Fall nicht mehr gut besucht und dort kommt dann ein Jeff Bridges an, der spielt dort einen Heiligen, einen Pfarrer und Cynthia Erivo spielt eine afroamerikanische Dame, Sängerin, klassisch so eine Soul-Sängerin, die da auch hinkommt. Und im Endeffekt, die anderen Charaktere, die ich gerade schon genannt habe, wie ein John Hamm, die kommen da alle hin und haben alle unterschiedliche Motive, warum sie denn da hinkommen. Ich möchte natürlich jetzt nicht irgendwie groß erzählen, warum der jeweils Einzelne da hinkommt, aber in dem Hotel, das Hotel wird auch, ich nenne es mal vorsichtig, ist mit Wanzen gespickt und wird überwacht und. Aber ist es so kammerspielartig? Ja, es bleibt halt natürlich auf diesem Gelände. Also deswegen kann man es schon so ein bisschen in die Richtung sehen. Was man ruhig sagen kann, weil das ist die erste Szene. Man sieht in der allerersten Szene, wie ein Mann in eins dieser Zimmer reinkommt, dort den Boden aufbricht, also erst Teppich und Bett zur Seite schiebt, Boden aufbricht und dort dann zwei Koffer oder so eine große Tasche mit Geld reinlegt. Dann macht er wieder alles zu, dann sieht man noch, wie die Tür wieder klingelt, dann kommt einer, macht da einer die Tür auf und schießt ordentlich mit der Schrotflinte den Mann platt. So, das ist erstmal so das Intro. Bedeutet also, man weiß, da befindet sich Geld in einem dieser Zimmer unter dem Boden und einer der Charaktere, das kann ich vielleicht vorsichtig sagen, nicht alle, aber einer wenigstens hat auch vor, an das Geld zu kommen. Und alle anderen haben aber auch andere Motive, warum sie dort sind und kreuzen sich. Und da passieren dann halt zum Teil auch sehr skurrile und sehr überraschende Sachen. Sehr dialoglastig, also das ist auch so ein bisschen das, warum man wahrscheinlich sagt, Quentin Tarantino leid. Und ähnlich wie bei Tarantino, der macht ja immer gerne so Kapitel.
dass man wirklich einblendet, Kapitel 1, Kapitel 2 und so. Mhm. Das gibt's hier im Endeffekt auch, nur nicht Kapitel, sondern da steht dann zum Beispiel Zimmer 4, Zimmer 5 und man sieht dann ja, immer so Szenen aus der jeweiligen Perspektive des jeweiligen Charakters. Und da mischt sich das. Ja, Musik macht auch Spaß, weil das auch so wieder ältere Musik ist, 60er, 70er Jahre, haben sie schön eingebunden. Chris Hemsworth, auch eine sehr coole Rolle, so als Sektenführer, kann man ruhig sagen, das spoilert nichts. Und ach ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob du Cabin in the Woods damals gesehen hast. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Das ist der gleiche Regisseur und der hat auch das Drehbuch geschrieben. Drew Goddard. Und Godard, ich weiß es nicht, man weiß es ja nicht. Ja, und der hat auf jeden Fall auch von The Martian. Ja, richtig, genau. Also der hat wirklich eine fantastische Filmografie, muss man sagen. Habe ich tatsächlich nichts von gehört, Wahnsinn. Ich bin echt gespannt. Aber würdest du empfehlen? Genau, da wollte ich jetzt drauf hinaus, weil ihn viele als Tarantino Light sehen, finde ich das aber, es wirkt fast abwertend, aber eigentlich finde ich, ist das schon fast ein Qualitätsmerkmal. Ich glaube auch, ich war im Kino und einige haben sich vielleicht sogar ein bisschen gelangweilt, aber das ist ja fast schon typisch bei solchen Filmen, wenn welche nur auf Action stehen. Der baut halt langsam auf, es gibt viele Dialoge und irgendwann passiert dann was. Also das ist wirklich so aufgebaut, wie man es halt auch von Tarantino kennt. Und ja, ich würde ihn schon empfehlen. Ich hatte da meinen Spaß dran und wie gesagt, ich mag auch, aber auch fast alle Schauspieler. Ich mag einen Jeff Bridges. Ich habe mich schon gewundert, dass ein Jeff Bridges wirklich noch nie in einem Tarantino mitgespielt hat, oder? Ich habe erst überlegt, Hateful Eight, nee, das war er auch nicht. Der war in True Grit, da war er ja dabei. Aber beim Tarantino wirklich so in so einem Western-Setting hätte ich ihn mir halt auch immer gut vorstellen können, aber ja, interessant, ja? Aber schon cool, wenn du als Tarantino so eine Bildsprache hast und auch so eine Sprache, die auch dann die Leute, die du immer auswählst für deine Filme, wenn das schon so gesetzt ist, dass du dir bei Schauspielern dich wunderst, dass sie noch niemals für einen Tarantino gecastet wurden. Ja, ja. Das ist schon fantastisch, was das über dich aussagt oder über deine Filme, aber das stimmt total, also man weiß genau lustigerweise, was du sagst. Interessant. Es ist wirklich lustig, aber natürlich kommt er im Endeffekt wahrscheinlich immer auf seine gleichen Leute zu, der Tarantino. Hat er irgendwie dann auch so irgendwann seinen Cast gefunden. Du musst ja auch viel Zeit mit den Schauspielern verbringen. Irgendwann hast du ja deine Leute gefunden, mit denen du Bock hast. Also falls du den nicht mehr im Kino gucken kannst, aus zeitlichen Gründen, gucken dir auf jeden Fall im Nachgang mal an. Ich glaube, du wirst es nicht bereuen. Und dann schick mir mal eine Message, wie du ihn fandest. Also ich hatte schon meinen Spaß an dem Film. Weil ich solche Filme auch mag. Wie du schon sagtest, auch mal etwas kleinere Filme, ne? Nicht, wo es um eine Weltbedrohung geht, sondern ganz, ganz klein und cool gemacht. Ja, irgendwie freut man sich doch mittlerweile über kleine Filme. Irgendwie in dieser, wo es mittlerweile nur noch darum geht, immer die Welt zu retten, vor, keine Ahnung, meistens irgendwelche Plot-Devices, die auf der Welt verteilt wurden. Man muss dahin reisen und dann ist in Berlin, steht eine Box und in Beirut. Und wenn man alle hat, dann hat man dann doch gewonnen und die Welt gerettet. Sowas brauche ich jetzt nicht mehr unbedingt irgendwann mal. Wobei ich mich über den neuen Mission Impossible dann doch wieder gefreut habe, weil der halt einfach ein gut inszenierter Actionstreifen war. Aber so auch von der Story war dann auch egal. Aber ist ja auch egal. Ist ja halt auch Mission Impossible. Aber der hatte echt ein paar richtig geile Szenen. Also allein die Kampfszene, ne, auf der Toilette und so. Natürlich, auf jeden Fall. Mega. Unterstreiche ich. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Apropos Welt retten, ich habe noch Venom gesehen. Da bin ich überrascht, dass der so viel am Boxoffice generiert momentan. Der liegt schon fast bei 400 Millionen Dollar. Mhm. Weltweit. Hätte ich nie gedacht. Ich fand den Film auch, Tom Hardy Performance super, aber es ist halt eine typische Tom Hardy Performance. Venom fand ich zum Teil irgendwie komisch animiert, wirkt schon fast so ein bisschen billow, ein bisschen albern, übertrieben. Mag Geschmackssache sein. Die Dialoge zwischen, ich nenne es mal dem Venom-Symbionten und ihm, sind schon sehr amüsant, aber das Ganze kommt auch erst wirklich so nach einer Stunde zur Geltung, dass Venom das erste Mal überhaupt zu sehen ist. Und dann gibt es halt so 0815 Gegner, der nämlich auch aus so einem Symbionten besteht. Also ja, das ist dann wieder so 0815 das Ende, wo dann Venom halt die Welt retten muss und der andere böse Symbiont die Welt vernichten will. Also mich wundert's, er wird wohl jetzt eine Fortsetzung bekommen. Vielleicht ein kleiner
also für die, die ihn noch sehen möchten, hören jetzt vielleicht mal 20 Sekunden weg. Oder magst du, darf ich dich spoilern? Ich möchte nur. Natürlich, selbstverständlich. Gut. Ich habe kein Interesse. Genau, also jetzt 30 Sekunden drüber spielen. Ich will nur erwähnen, in der After-Credit-Szene taucht sogar Woody Harrelson auf als angekündigter nächster Bösewicht. Und das fand ich ja schon fast mit am überraschendsten, dass er halt da auch auftauchte. Ja. Ansonsten. Das klingt ganz cool eigentlich. Ja, genau. Ich sehe ihn auch immer gerne. Und auch wenn du, wie du sagst, er spielt halt immer Woody Harrelson, aber irgendwie guckt man dem ja ganz gerne zu. Ja, absolut. Und ja, vielleicht ist das dann vielleicht der Auftakt, dass der zweite besser wird. Aber naja, gut. Ich denke, Sony wollte die Lizenz halt nutzen, weil sie jetzt eh schon an Spider-Man so ein bisschen an Marvel abgetreten haben oder auf jeden Fall wahrscheinlich da nicht mehr ganz so viel generieren, wie sie, wenn sie es ganz alleine gemacht hätten. Aber dann hauen sie halt jetzt Spin-Offs und alle möglichen anderen Sachen rausschreiben, also wie jetzt halt Venom. Ja. Ja. Hast du noch? Ach, Spider-Man ist noch was zu sagen. Die haben jetzt heute war irgendwie Drehschluss für Spider-Man Far From Home, heißt der neue Film, glaube ich, die Fortsetzung von Homecoming. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist wirklich der letzte Marvel-Film, der mich wirklich umgehauen hat. Den fand ich so toll. Und der, allein auch geschrieben von John Francis Daly, den ich nur kannte als den kleinen Sam aus Freaks and Geeks. Einer tollen Serie, die nur 10 Folgen bekommen hat damals, aber unbedingt anschauen, wenn ihr das noch nicht kennt. Gibt es auch, glaube ich, auf Netflix, kann man das selber gucken jetzt. Eine uralte, mega coole Coming-of-Age-Sitcom-Serie. Und der kleine Schauspieler, der hat den Film geschrieben, wo ich mich sehr drüber gefreut habe, weil ich nicht wusste und mich wahnsinnig nach dem Kinogang darauf gefreut habe, die Autoren zu googeln. Und der hat einen tollen Film gemacht, nach Spider-Man Homecoming, Game Night heißt der. Mit Jason Bateman. Ich finde, mal wieder, irgendwie, man sieht nicht so häufig Comedies mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht liegt es auch an mir, weil ich die nicht mehr häufig im Kino sagen wir mal, gute Comedies vor allem. Also nicht Pipi-Kaka-Comedy, sondern ja, coole die fasse ich gar nicht darunter, unter dem Begriff. Ja, okay. Es wäre nichts daran, aber genau, und das hat mir schon Spaß gemacht, dieser Film. Fand ich ihn super. Ich habe mich echt gefreut, so eine originelle Story mal zu sehen. Von jemandem, der noch nicht so viele Filme gemacht hat. Ja. Ich glaube, war einfach sein Regiedebüt. Ja, und, der schreibt also optisch war es cool, wenn du da reingezoomt worden bist, dann sah es erst aus wie ein Spielbrett und dann sahst du dann, dass es das Haus war, wo der wohnt und so. Das war optisch schon cool gemacht bei Game Night. Und ich mag ja total nicht, wie heißt er, nicht Rachel McAdams, sondern Jesse Plemons. Ja. Der spielt so genial, den fand ich bei Breaking Bad als, da wurde er noch genannt, Matt Damon für Arme oder so. Yeah. Und ich mag ihn einfach sowohl im Game Night als auch, falls du es noch nicht gesehen hast, auch bei Netflix unbedingt schauen, die 4. Staffel von Black Mirror, 1. Folge, die USS Callister. Ja, selbstverständlich. Hast du gesehen, ne? Black Mirror? Ja, da spielt er ja auch mit. Ist für mich so ein Highlight, die Folge. Die sind ja sogar wohl, es gab sogar mal, oder es gibt Gerüchte, dass sie vielleicht darüber nachdenken, allein daraus so ein Spin-off zu machen. Ja, kann man sich vorstellen. Ja, das war geil. Ich glaube, die Regisseurin, ich glaube, es ist eine Regisseurin, ich weiß vielleicht, glaube ich, einfach völlig Bullshit jetzt in den nächsten 5 Minuten, aber ich glaube, es ist eine Regisseurin, die diese Folge gedreht hat und die wird auch The Mandalorian mitmachen. Ah, okay. Ja, die hatte eine tolle. Vielleicht ist es völliger Quatsch, ich google das jetzt. Die Folge hatte auf jeden Fall eine tolle Bildsprache. Also, da gab es so richtig geile Kamerafahrten durch die Korridore und so. Das sah optisch richtig, richtig toll aus. Und wie gesagt, hat mich auch so ein bisschen damals an Galaxy Quest verschärft, halt nur vor. So ein bisschen erinnert halt, ne? So ein bisschen Parodie, aber trotzdem ein bisschen Kritik daran, dass jemand sich so in der virtuellen Realität dort verläuft. Und ja, das war schon ziemlich cool. Übrigens, directed by Toby Haynes, ne? Also. Ja, genau, das hilft mir jetzt wiederum nicht weiter. Vielleicht war es großer Quatsch. Auf jeden Fall hängt das irgendwie zusammen. Ihr findet das irgendwie heraus. Okay, wir mal schauen. Mal gucken, wer es in den Kommentaren zuerst schreibt und rauskommt, was du meinst. Wer dieses, genau. Wer dieses Rätsel löst, was ich gerade irgendwie unfreiwillig hier aufgebahrt habe. Ihr kriegt das hin. Cool. Genau. Ja, wie kamen wir jetzt zu der US Callista? Ach so, genau, Game Night, ja, genau. Über Game Night dahin. Ein Film, den niemand gesehen hat, glaube ich. Und lief der bei dir im Kino? Ja, bei uns lief er im Kino, ja. Wirklich? Hm? Warum kriegt denn sowas in Deutschland Release und 8th Grade nicht? Weil die wahrscheinlich vermuten, dass so eine Komödie mit Bateman und weiß nicht, wahrscheinlich haben sie sich da mehr dran versprochen. Ja. Anders kann ich mir nicht. Ich bin generell ein Freund von Bateman, wobei ich jetzt die letzte Staffel von Arrested Development halt überhaupt nicht mehr gut fand. Das hat Netflix gegen die Wand gefahren, leider.
Muss ich auch sagen. Ja. Ozark ist er jetzt am Start. Ja. Den sieht man auch wirklich einfach sehr häufig. Ozark ist eine tolle Serie. Ich habe die zweite Staffel auch noch nicht angefangen. Ich auch noch nicht, deswegen gut. Also ich habe die erste Staffel gesehen, aber die zweite noch nicht. Und aber habe ich auch Bock drauf. Also dann Ozark. Ich war jetzt noch bei Maniac mit Okay, habe ich noch nicht angefangen. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich höre nur sowas wie, ich bin schon bei der vierten Folge, habe immer noch keine Ahnung, worum es geht. Das sind so die Sätze, die ich gerade aus dem Bekanntenkreis höre, was mich dann immer aufhorchen lässt und denke mir, ja, da habe ich Lust drauf. Mhm. Aber ich habe leider noch nicht die Zeit gefunden anzufangen. Ich habe jetzt so 2-3 Folgen gesehen und ich bin mir sicher, da gibt es noch jede Menge Getwiste. Also da werden viele Sachen nur angedeutet oder so im Hintergrund erwähnt, gezeigt und man sieht auch in den ersten 1-2 Folgen so Parallelszenen, die parallel zur ersten, also die in der zweiten Folge eine Szene, die parallel zur ersten spielt und so. Bin ich auch sehr gespannt, weil das ist auch sehr freaky, die Serie. Aber gut, die heißt Maniac, ne? Und da muss ja auch dann das Passende bei rauskommen. Und natürlich stehe ich gerade auf dem Schlauch mit den beiden Namen. Mit Jonah Hill. Jonah Hill und wie heißt sie? Emma Stone, genau. Mit den beiden ist das natürlich auch ein mega Cast für so eine Serie, ne? Ist schon cool, ja. Dass mittlerweile Serien einfach so einen Cast heranschaffen können. Das ist ganz toll. Ich finde das super. Tolle Entwicklung. Absolut. Ich sehe es ja auch hier bei Westworld, was da für Leute mitspielen. Sir Anthony Hopkins und so weiter. Also Serien sind jetzt nicht mehr so, dass man, also früher haben Schauspieler wirklich gesagt, okay, bevor ich in eine Serie gehe, also als Filmstar. Das war ja immer, I'm making television. Ja, ist ein Abstieg, das war immer, voll, ja. Total. Und das ist Gott sei Dank mittlerweile anders. Ja, zum Glück, genau. Durch Streaming-Anbieter passiert. Ja, also Game Night kann ich unterstützen. Gibt's jetzt auch schon auf Blu-ray und weiß nicht, vielleicht auch bei irgendwelchen Streaming-Portalen oder wahrscheinlich bei iTunes zum Kauf. Ansonsten habe ich noch die Unglaublichen 2 mal jetzt endlich nachgeholt. Ja, solide. Also, ja. Ja, der wurde so extrem hoch gehypt auch wieder so. Also, ich bin aber bei Pixar mehr dann der Freund von so Sachen wie Upside Down oder so, die so ein bisschen Tiefgang haben oder wo man schon ein bisschen schluckt beim Gucken, als jetzt sowas wie die Unglaublichen oder Cars. Das gucken sich dann eher meine Söhne an, aber ja. Ja, verstehe ich. Ja, Upside Down fand ich auch toll. Ja. Wo man dann merkt, ja, da ist wirklich dann wieder die ganze Liebe reingeflossen von Pixar und so viel Kreativität und man will irgendwie jedes Bild anhalten, weil man das Bild absuchen will nach dieser ganzen Detailliebe, die da drin steckt und das ist auf jeden Fall immer wieder Highlights. Also Upside Down fand ich auch ganz toll im Kino und da schäme ich mich auch nicht, wenn man da weint. Nee. Als einziger Erwachsener im Kino, aber sollte man sowieso nicht. Das finde ich auch. Meine Frau guckt, also ich erlebe auch Filme anders als meine Frau, glaube ich, oder vielleicht auch ich würde jetzt nicht sagen, dass das geschlechterspezifisch ist, dann kriege ich sofort Hasskommentare. Aber meine Frau zum Beispiel wundert sich manchmal auch, wie emotional ich manchmal bei bestimmten Szenen in Filmen sein kann. Und dann sagt sie ja, wenn ich mir jetzt hier auf dem Boden, wenn ich mich verletze, dann ist es dir egal im Grunde. Also, willst du lachen? Ja, willst du lachen, genau. Ja, das stimmt. Das geht mir auch so. Ich nehme wirklich auch Kunst oder Filme generell anders wahr. Also das ist wirklich interessant. Und das ist dann auch, ich weiß nicht, ein gutes Zeichen, wenn man sich darauf einlassen kann, auf der anderen Seite. Mir sind Filme auch oft lieber als die Realität. Vielleicht haben wir das beide gemeint. Das aber, könnte auch sein, ja. Sag mal, hast du denn sonst einen Film, eine Serie, die du noch erwähnen möchtest oder willst? Was möchte ich noch? Ich möchte American Vandal einmal kurz nochmal loben. Staffel 2 gibt es jetzt bei Netflix. Staffel 1 fand ich schon atemberaubend. Ich fand, das ist eine der besten Parodien, der besten Comedy-Serien der letzten Jahre. So zumindest habe ich das so empfunden. Ganz toll. Die hatten irgendwie nur 25 Drehtage, was ich im Nachhinein herausgefunden habe, was ich atemberaubend finde, weil es 8 Folgen, eine halbe Stunde sind. Es ist eine Parodie auf True-Crime-Serien wie Making a Murderer oder wie der Podcast Serial. Also wirklich unbedingt anschauen, geht um eine Highschool, wo etwas Verrücktes passiert und dann ermitteln dann zwei und es geht halt um Highschool-Probleme, aber es ist einfach eine Parodie von True-Crime-Documentaries und das trifft einfach wahnsinnig gut, passt das zueinander und man denkt die ganze Zeit, man lacht über die Witze, aber dabei guckt man einfach wie in einer richtig guten Dramaserie den Charakteren zu auf ihrer Reise und das ist wirklich eine fantastische Serie. Da gibt es jetzt die zweite Staffel, die ein bisschen andere Herangehensweise hat, wo es mehr darum geht, wo die Parodie nach und nach in den Hintergrund drückt und auch, finde ich, die Comedy in den Hintergrund drückt und das ist
wahnsinnig gewagt, aber auch wahnsinnig clever und ist eine wahnsinnig coole Studie unserer heutigen Zeit gefühlt. Und deswegen möchte ich das gerne empfehlen. Ja, guck, American Band, da hast du mich jetzt sehr neugierig gemacht, weil das ist noch komplett an mir vorbeigegangen. Das wird nachgeholt. Generell, weil ich da, unter möchte ich noch empfehlen, The Good Place, weil ich immer wieder höre, dass es die meisten Leute es nicht kennen. The Good Place ist eine Serie von den Machern auch von Parks and Recreation, wo man sagt, ja, muss man noch so eine Serie von Leuten, die sowas mal gemacht haben, hören, sich angucken. Und tatsächlich ist es einfach eine ganz andere Sitcom als alles andere, was ich jemals gesehen habe. Das ist eine Fantasy-Sitcom, so die erste Fantasy-Sitcom, die mir so vorgekommen ist, die wirklich richtig, richtig, richtig gut ist. The Good Place. Mit dem wundervollen Ted Danson. Ja, Ted Danson, genau. Aber wo, nur ganz grob angeschnitten, worum geht's denn da thematisch? Ganz grob geht's darum, dass eine Frau in den Himmel kommt. In the good place. Weil es gibt nicht sowas wie die Himmel und Hölle, sondern du wirst einfach bewertet nach deinen Taten und kriegst Pluspunkte und Minuspunkte für Dinge, die du böse oder nett gegenüber der Gesellschaft löst. Und deswegen kommt sie in den Himmel und wird aber verwechselt, weil sie den gleichen Namen hat wie eine, die es eigentlich verdient hätte. Und Ted Danson ist quasi Gott und Kristen Bell ist die Frau, die in den Himmel kommt, obwohl sie es nicht verdient hat und plötzlich mit so sehr vielen netten Menschen umgeben ist und die damit gar nicht klarkommt, weil sie offensichtlich in den Bad Place gehört. Und das ist ein tolles Szenario, was so ja wahnsinnig horizontal auch erzählt wird. Also gar nicht dieses typische Sitcom-Procedural und du könntest quasi bei jeder Folge einsteigen, sondern es ist einfach wahnsinnig dramatisch horizontal erzählt, was es wahnsinnig anschauenswert und komplex und clever macht. Unbedingt anschauen. Kennt fast niemand in Deutschland. Ja, ja. Weißt du, wo es läuft? Das ist ja, weißt du vielleicht Ahnung. Das Problem. Ich gucke das auch auf iTunes. Ja. Ich gucke das alles auf iTunes. Das ist mein großer, großer Tipp. Macht euch einfach mit einer, man kann sich so Gutscheincodes im Internet runterladen für den iTunes US Store und dann kann man das da alles ganz gut gucken. Ohne lästige VPN-Kram und so, sondern einfach einen Account da, einen amerikanischen. Das klingt gut. Ich kann auch immer nur empfehlen, es gibt die Seite, da bin ich jetzt gerade mal eben drauf, werstreamt.es. Also wer streamt das im Endeffekt, da kann man auch immer noch mal gucken. Die cleverste URL der Welt. Ja, Good Place gebe ich da mal eben ein. The Good Place, da haben wir es. Mal gucken, was er sagt. Scheinbar auch teilweise Flatrate bei Maxdome. Okay, aber ich muss immer vorsichtig sagen, okay. Wer hat noch Maxdome, aber okay. Es gibt sogar aktuell 3 Staffeln, ne? Sehe ich gerade. iTunes hat die, wie du schon sagtest, natürlich. Bei Amazon kann man sie wohl auch kaufen. Ist aber jetzt nicht in also der Flatrate das, drin, ja. Es ist wirklich interessant, weil, naja, ich glaube, ich bin immer noch der Meinung, dass Deutschland, was Comedy angeht, immer so ein bisschen hinten dran ist. Es fühlt sich manchmal an wie so ein Entwicklungsland hier, tatsächlich. Das hat auch jemand beim Comedy-Preis gesagt dieses Jahr. Und die Halle, bestehend aus Cindy aus Marzahns und Guido Kanzes, hat darüber nicht lachen können. Ich fand das sehr lustig, weil das, ich habe wirklich das Gefühl, weil solche Serien, die wirklich international Anerkennung bekommen dafür, dass sie wahnsinnig lustig und originell sind, kommen einfach nicht nach Deutschland. Ich kann das einfach nicht glauben. Und deswegen empfehle ich das immer, wenn ich kann. The Good Place. Ich verspreche, ich werde es gucken. Ich glaube, das ist auch eine Serie, da kann man abends immer mal 1-2 Folgen schön oder 3 Folgen runtergucken. Ne? Kannst du wechseln. Ja, super cool. Genau. Wo du gerade sagst, Deutschland, hast du denn von Christian Ulm und Fariyadeh mal Jerks gesehen? Auf jeden Fall. Ja. Spielt auch eine gute Freundin Larissa Ries mit. Ach, Larissa spielt da sogar mit? Ach, guck mal. Ja, wusste genau. Ich gar nicht. Doch, genau, dieses Jahr beim Comedy-Preis getroffen, ja. Die tatsächlich dann auch da war für Jerks und gewonnen hat. Und das hat mich sehr gefreut, weil das eine ganz tolle Sache ist. Generell Christian Ulmen, muss man sagen, ist toll, toll, was er macht die ganzen Jahre. Wie allein auf weiter Flur, super, cool, einzigartig. Finde ich nach wie vor immer unterstützenswert. Cool, ja, guck mal, dann haben wir doch eigentlich ganz gut schon jetzt die Zeit runtergekriegt, beziehungsweise ich freue mich jetzt auch gerade auf die nächsten Monate natürlich, da kommen natürlich ein paar Blockbuster raus, ein paar Filme so ein bisschen Special Interest, ich freue mich tierisch auf Bohemian Rhapsody von den Queen-Filmen. Ja, ja. Das Spannende ist, weißt du, wer da Regie geführt hat? Nee, weiß ich nicht. Also ursprünglich Bryan Singer.
Der wurde aber rausgeworfen, ich glaube auch im Zuge der, was der MeToo-Debatte, oder gab es irgendwelche Anschuldigungen oder so, und deswegen haben die sich getrennt. Offiziell ist er, glaube ich, aus familiären Gründen aus dem Projekt rausgegangen. Auf jeden Fall ist er eigentlich nicht mehr der offizielle Regisseur. Die wollten ihn auch gar nicht mehr als Regisseur dort gelistet haben zu dem Film. Aber da gibt es in den Staaten ja so ein spezielles, oder so spezielle, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Auf jeden Fall mussten sie ihn da nennen, weil er x Prozent von dem Film gemacht hat oder so. Ab einem gewissen Prozentsatz muss er dann auch als Regisseur genannt werden. Und wenn du jetzt überall guckst, steht er auch noch als Regisseur mittlerweile drin. Und ja, ich mochte ich mag Rami Malek, von daher bin ich mal gespannt, ja, und im Trailer sieht das schon sehr cool aus. Ja, auf jeden Fall. Also das fand ich auch total irre. Ja. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, der ganze Film, aber ich freue mich da wahnsinnig drauf. Also der Trailer hat mich wirklich umgehauen. Ja, das fand macht ich, die Musik, glaube ich, auch viel, ne? Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Dann werde ich sicherlich am Wochenende, dann wenn jetzt auch der Podcast erscheint, werde ich mir Der Vorname angucken. Da bin ich sehr gespannt. Ist ein deutscher Film mit zum Beispiel Christoph Maria Herbst oder Florian David Fitz. Ich finde den Titel cool, der Vorname und der Trailer ist cool, weil da das wirkt wie so ein Kammerspiel, wie zuletzt hier das Kammerspiel mit Christoph Waltz. Gottes Gemetzels war das, ne? Ja, Carnage. Da ging es ja auch, da saßen, also in dem Film scheinbar, in dem Trailer sieht man, die sitzen da auch beim Essen und dann erzählt der eine, ja, wir kriegen ein Kind und der Vorname wird Adolf sein. Christoph Maria Herbst, gerade Christoph Maria Herbst, spuckt dann natürlich das Essen quasi aus. Wie Adolf? Das kann doch nicht sein. Also der Trailer macht schon sehr viel Spaß. Es scheint so wirklich so eine Art Kammerspiel zu sein, also was wirklich auf kleinem Raum stattfindet. Der Vorname, ein Film von Sönke Wortmann. Vielleicht mal ein kleiner Tipp, statt Johnny English, vielleicht sich das lieber mal anzuschauen. Ja, das ist doch schön. Ja. Das klingt nach einem guten Tipp. Ja, ohne ihn gesehen zu haben, weil ich dadurch, dass was ich... Was ist der Film, den du am häufigsten geschaut hast eigentlich? Den Film, den ich am häufigsten, also, generell... Ja, genau, wie viel, also du schaust wahrscheinlich als Vorführer dann Filme auch teilweise dann so, wie häufig? 12 Mal. 14 Mal. Wie oft ist man dann plötzlich in einem Film? Ja, den Luxus habe ich ja wirklich. Also wenn jetzt gerade auch der neue Star Wars läuft oder so, dann gucke ich mir den einfach ein paar Mal an. Ne? Den habe ich halt mir dann in der PV angeschaut, bin danach aber natürlich dann noch ein paar Mal drin gewesen. Aber in der Summe... Nee, aber du musst einfach... Was macht ein Vorführer denn noch? Ja, okay, dann fange ich mal vorne an. Nein, also ich mache das schon seit 2003 und habe auch wirklich noch 35 mm eingelegt. Das war dann auch mit, wir haben 6 Säle, war das auch schon ein bisschen mehr Arbeit. Das stimmt, absolut. Ja. Jetzt mittlerweile seit x Jahren, ich glaube seit, ja grob, ich sag mal immer grob seit Avatar, ein paar Monate davor fing das an mit der Digitalisierung, hast du eigentlich heutzutage das alles automatisiert. Du hast pro Projektor hast du so eine Playlist im Endeffekt, da läuft ein Linux drauf. Mit einer Playlist. Die sind alle an einem Hauptserver angekoppelt. Die Playlists werden da, die kriegen die einzelnen Projektoren quasi zugewiesen und dann läuft das im Endeffekt von alleine. Das stimmt, ja. Okay. Aber ich dachte gerade komischerweise, dass du einfach dann drückst dann bei Star Wars auf Play und dann guckst du den halt an. Weil du musst halt, ich dachte, du musst dabei sitzen, weil wenn der mal irgendwann ausgeht. Ach so. Ja, bei 6 Seelen und wird das schwer. Das einfach 26 Mal in dem Film. Ja, gut. Nee, also im Endeffekt, was mache ich dann? Ich helfe meistens den Kollegen unten noch am Einlass. Das klassische Kartenabreißen mache ich dann noch ein bisschen. Wenn die Filme laufen, checke ich dann Bild und Ton, kann dann noch ein bisschen nachjustieren. Gerade wenn die spät läuft und es ist alles erledigt, dann kann ich mich halt, also Spätvorstellung, und ich warte quasi nur, bis alles aus ist, dann gucke ich mir halt irgendwas auch mal an, ne? Ganz klar. Ja, yeah. Cool. Ja. Schon ein guter Job, muss man sagen. Ja, also wäre niemals mein Hauptjob, aber als so ein kleiner Nebenjob ist das schon ganz nett. Ist ja mittlerweile auch fast nur, also super. Vollzeitstellen haben wir da kaum noch. Das sind meistens logischerweise auch wie in Köln studentische Kräfte, ne? Ja. Cool. Ja. Deswegen, also wenn du mal wieder bei den Bohnen bist oder so, dann denk mal an mich. Ich würde mich echt freuen, mal bei Filmfights mitzumachen, wenn das möglich ist. Du, ich werde dich vorschlagen, auf jeden Fall. Wir suchen immer nach Gästen. Ja. Gästen. Wir haben natürlich auch ein Problem, weibliche Gäste zu bekommen, weil wir irgendwie, die meisten wollen nicht so richtig. Ja. Ist einmal nach hinten losgegangen, ne? Bei der Sophia Passmann. Leider ja. Völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar, leider. Ich verstehe auch nicht, was haben die alle gegen Pimmel-Tornado, ne?
es ist ein wahnsinnig, es ist halt eine Männerdomäne. Ja. Und wo sich gerade verständlicherweise auch viele Frauen einfach noch nicht reintrauen, weil wir da, ich glaube, wir müssen einfach nochmal Sophie Passmann ein paar Mal einladen, bis mehr Leute Bock haben. Ich, ja. Also wenn ihr weiblich seid und Bock habt, bei Filmfights mitzumachen, super gern. Ansonsten kommen wir auch gerne auf dich zurück. Ja, genau, danke. Auf jeden Fall, wir suchen händeringend nach tollen Gästen und ich glaube, du wärst auf jeden Fall bei der richtigen Adresse. Ja, cool. Ja. Freue ich mich sehr drauf. Freut mich auch. Ja, dann würde ich sagen, in dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg auf jeden Fall mit eurer Serie. Wenn du da mehr weißt, melde dich gerne mal, dann können wir, mache ich da ich Werbung mehr. Für. Ich darf nein, ich, nicht so das meine ich ja. Das ist halt leider immer das Problem. Ich tue mir auch wahnsinnig leid, es ist immer so wahnsinnig blöde, kokettierend, aber bald kommt wahrscheinlich da mal eine Pressemitteilung zu raus und dann werde ich alle auf sämtlichen Kanälen informieren. Alles gut, und, du. Ich freue mich auch nochmal darüber zu reden. Sowas hatten wir auch mal. Hast du mal was von The Walking Dead gesehen? Ja, klar, selbstverständlich. Und der Negan-Darsteller, das ist, yeah. Die deutsche Stimme ist halt Charles Rettinghaus und das ist auch der, der unser Intro spricht und mit dem ich ganz gut befreundet bin. Mit dem war ich auch beim Chat-Duell. Der hat uns, bevor die Ausstrahlung kam, oder hat uns natürlich dann halt, obwohl das nicht durfte, hat er uns schon verraten, wen es erwischt. Also diese Szene mit dem Basie. Ja, also das durfte man natürlich auch nicht on-air machen, sondern das war dann natürlich off-air. Aber das sind dann natürlich schon Infos, da überlegt sich natürlich jemand zweimal, also genauso wie du, bevor da irgendwas geleakt wird und dann irgendwelche Vertragsstrafen da dranhängen und, ne? Man ist dann auch so eine Plaudertasche und man verrät sich auch manchmal. Ja. Jetzt bei so einem Podcast kann man es dann rausschneiden, aber wir hatten jetzt mit dem Podcast-UFO, dem Comedy-Projekt, was ich mit Florentin Will zusammen mache, da hatten wir ein paar Live-Shows jetzt und da hatte ich wirklich dann teilweise einfach Angst, wenn ich das jetzt sage und irgendwer von der Presse ist vielleicht noch da oder sowas, dann war es das einfach erstmal mit dem Job, aber naja, ist Gott sei Dank nicht vorgekommen und wir hätten es rausschneiden können. Ja. Aber ja, wie gesagt, es kommt bald die Info raus und dann freue ich mich darüber zu reden. Das machen wir. Wunderbar. Dann nochmal vielen Dank und ich werde euch verlinken natürlich, Podcast UFO und alles, was du sonst noch so machst, werde ich passend verlinken in den Artikel. Das ist nett. Und ja, mal gucken, wenn der nächste, also ich bin nicht so oft zu, ich fahre nicht so oft zu PVs, weil bis nach Köln ist immer ein bisschen weit, aber bei einigen Filmen mache ich das. Wenn da mal wieder was sich anbietet, wo wir uns dann sehen, dann können wir miteinander schreiben auf eine, und dann so nach austauschen. Genau, noch eine Fruchtschorle trinken oder so. Mal schauen. Top. Alles klar, dann in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, den Frieden der Nacht, egal wann ihr uns hört. Und ja, bis nächsten Monat. Tschüss. Ciao, ciao, macht's gut. Die Welt wird immer digitaler. Das gilt auch für den britischen Geheimdienst MI6. Blöd nur, wenn ein mysteriöser Hacker es schafft, in deren Datenbank einzudringen und die Identitäten sämtlicher Agenten zu enttarnen. Also die Premierministerin findet das wohl nicht so gut, glaube ich. Was? Wer steckt dahinter? Wir sind nicht sicher, Ma'am. Also eine Woche, bevor ich meinen ersten G12-Gipfel gebe, wurde der gesamte Sicherheitsapparat Großbritanniens lahmgelegt. Und Sie haben absolut keine Ahnung? Das trifft die Situation ziemlich gut, Ma'am, ja. Dann setzen Sie jemand darauf an und liefern Sie Antworten. Aber das ist das Problem. Wir haben keine Agenten mehr übrig. Sie wurden alle enttarnt. Dann besorgen Sie mir einen alten. Und da bleibt nur einer. Einer, der nach seinem letzten Einsatz nicht nur aus der Datenbank geflogen ist. Johnny English. Aber jetzt gibt es aus Mangel an Alternativen keine andere Wahl, als ausgerechnet den Mann zu reaktivieren, der bisher jede seiner Missionen schwungvoll in den Sand gesetzt hat. Als erstes wendet sich English an seinen guten alten Gehilfen Boss. Sir! Wundervoll, Sie zu sehen! Schon gut, Buff. Wir gehen auf eine Mission, nicht in die Flitterwochen. Natürlich, Sir. Und diese Mission hat es in sich. Ist Ihr Gegner doch ein Ganove, der mit allen Hightech-Wassern gewaschen ist? Doch vielleicht sind es die kompromisslos analogen Methoden von Johnny English, mit denen er den Geheimdienst Ihrer Majestät doch noch retten kann. Ja, ganz recht. Ich erwarte also, Ihnen in diesem Fall bald mehr verkünden zu können. Natürlich zerlegt, ja atomisiert Rowan Atkinson, wie schon in den beiden Vorgängern, die ganze schöne Agentenherrlichkeit. Nix mit arktischer Coolness, hormonsprotzender Männlichkeit und der Sportlichkeit einer ganzen Zehnkampf-Nationalmannschaft. Ich denke, ich kann garantieren, dass das nicht passieren wird. Stattdessen geben sich hier Slapstick und Chaos fröhlich die Hände, was ja auch nicht anders zu erwarten war.
Immerhin war und ist Atkinson ein Meister der Physical Comedy. Und das wissen wir ja auch schon länger. Schließlich verdanken wir ihm neben dem Chaos-Agenten auch so wunderbar kauzige Kreaturen wie Mr. Bean und Blackadder. Und die drei vereint nun mal ein Ziel. Ein Frontalangriff auf unser Zwerchfell. Und damit dürfte doch wohl alles gesagt sein. Ja, Sie können abschalten. Alles ist unter Kontrolle. Gut.